Ich bin heute in Frankfurt unterwegs und suche das schlimmste Hotel und ich glaube, ich bin fündig geworden. Hey, da liegt einfach ein Kondom. Digga, irgendein Junkie reißt ja an der Tür. So Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt da. Oh mein Gott, es ist wirklich, wirklich bisher mit Abstand das schlimmste Hotel, wo ich jemals war. Es ist so krass, ich habe jetzt hier sogar Handschuhe mit. Es ist wirklich, hier ist keine Klimaanlage drin. Es scheint irgendwie eine Heizung an zu sein. Es ist hier ungelogen 30 Grad drin irgendwie. Wir sind im fünften Stock ganz oben. Ich habe gerade im Aufzug leider eine Begegnung mit einem gehabt, der auf jeden Fall auf K*** war. Der ist irgendwie, er wollte schnell rein, ist er rein, dann haben wir gemerkt, dass der ein bisschen war. Und dann hat er gesehen, dass wir im fünften Stock reinfahren wollen, plötzlich ist er rausgerannt. Keine Ahnung, was hier los ist, richtig crazy. Es ist sehr, sehr unangenehm. Wir trauen uns auch nicht, nach draußen zu gehen. Der Uber hat uns direkt vor der Tür ausgespuckt. Die kommen sofort her, die Leute, die schreien einen irgendwie an. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz eklig hier. Das ist der Horror. Ich kriege hier nicht mal die Handschuhe an. Hier laufen halt wirklich immer wieder Leute rum. Ne? Ja. Es gibt ja echt noch andere Gäste. Ja, das Zimmer hat 38 Euro gekostet, hat 3 Sterne, das heißt, es müsste einen Föhn haben. Wenn wir hier mit der Roomtour fertig sind, wir werden sofort rausgehen. Es ist wirklich richtig eklig hier. Es stinkt nach, was stinkt das? Das ist so kalter Rauch. Und dann kalter Rauch. Das so desinfiziert. Ja. So Putzmittel. Aber auch nicht gelüftet, weil gleich werdet ihr es sehen, wir können die Fenster auch nicht aufmachen. Eine Lüftung gibt es hier eigentlich gar nicht. Ich hab auch keinen richtigen Fenstergriff, ne? Hast du das schon bemerkt? Ja, der wurde abgemacht. Ja. Ich würde sagen, wir starten erstmal beim Eingang. So, auf jeden Fall, wir sind hier beim Eingang. Ist jetzt abgeschlossen, hoffentlich. Ja, also Leute, telefonieren kann man hier nicht mehr. Hier haben wir Gott sei Dank jetzt abgeschlossen. Wir schauen mal in den Schrank rein. Ja, also Bettwäsche. Oh, hier, da. Da ist schon mal so ein Mauseloch drin. Ja, und hier sind halt überall Flecken drin. Irgendwie so braune, rötliche oder so. Ich weiß es auch nicht. Oh, zurück da, wo es herkam. Oh, es ist eklig. Es stinkt auch extrem muffig. Hier würde ich kein Kleidungsstück von mir reinpacken. Das scheint auf jeden Fall ein Raucherzimmer zu sein, weil hier liegen auch überall Kippenstummel. So Leute, auf jeden Fall, ich muss mal kurz unterbrechen. Ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen, weil es hier so wirklich so heiß ist und so stickig. Es ist wirklich unglaublich. Man kriegt keine Luft hier. Ich habe mich auf jeden Fall vorbereitet. Toll, der Handschuh. Ich habe mich auf jeden Fall vorbereitet, um zu schauen, wie sauber das hier überhaupt ist. Es ist wirklich so bodenlos. Es bringt jetzt auch gar nichts mehr, dass ich die Handschuhe jetzt hier. So Leute, auf jeden Fall der Müll zum Beispiel, der wurde gar nicht erst geleert. Der ist hier noch voll. Da sind hier irgendwelche Wichstücher noch drin. Dann kann man hier seine Schuhe abstellen. Hier ist ein Fernseher. Hier sind so Flecken drauf. Das Geile ist auf jeden Fall, dass wir hier Netflix gucken können. Das ist schon mal nice. Funktioniert der Fernseher überhaupt? Oh ja, er geht schon mal an. Funktioniert nicht, okay. Dann eben ohne. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Bett an. Ah ne, der Kühlschrank. Wisst ihr was, Leute? Wir haben hier nämlich eine Minibar, das ist mega nice. Oh, okay. Naja, haben wir hier was drin? Ne, der Kühlschrank ist leer. So, funktioniert die Nachtlampe. Man muss auch sagen, hier sind wirklich überall Flecken. Es ist wirklich richtig eklig, ey. Wischen die hier niemals rüber. Fast die Lampe wohl schon alles gesehen hat. So, also ich muss sagen, das Bett ist wirklich sehr, sehr dreckig hier. Da liegt auch schon ein Zigarettenstummel. Ist das ekelig. Boah, hier sind auch Flecken, ey. Es ist, also, ich würde sagen, wir checken das jetzt mal hier mit der Fusselrolle von DM. So, Leute, ich würde sagen, jetzt fahren wir hiermit mal rüber. Ich fahre mal sehr großzügig hier rüber. Mal abchecken, auch übers Kissen. Und, Digga, what the fuck, ist das ekelhaft. What the fuck, Digga, guck dir das mal an. Pah! Digga, es ist ja so eklig. Boah, das ist wirklich eklig. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Fenster. Ich glaube, besser wird's nicht. Guck dir erstmal an, das ist richtig rauchergelb, ist das hier. Ich weiß nicht, ob das der Kamera-Weißabgleich daraus macht. Alter, boah. What the fuck, Digga. Dazu muss man doch nichts sagen, oder? Alter, guck dir mal das Kissen an. Hier, wieder ein Zigarettenstummel, ey. Das kann doch keiner jetzt. Oh mein Gott. Hey, da liegt einfach ein Kondom. Wo? Da. Boah, Digga, ist das eklig. Alter, ist das ekelhaft. Guck dir mal die. Was ist das denn? Digga, das ist safe so ein Bordellzimmer. Junge, Junge, Junge. Und hier ist übrigens. Alter, sind die Fenster dreckig. Ey, hier sind, glaube ich, Handabdrücke dran. Ey, hier sind so Handflächenabdrücke dran.
Guck mal, sieht man das? Ich würde sagen, das Ding ist, wir müssen ja noch rausgehen. Wir machen das Licht aus und zeigen dann mal, was draußen abgeht. Es ist wirklich, also wir sind hier direkt im Rotlichtviertel. Ich glaube, hier ist, also das ist so gefühlt ein Bordellzimmer. Also Real Talk, hier sind wirklich Handabdrücke dran. Das ist kein Spaß. Ich gucke, ob ich das gleich mal irgendwie filmen kann. Ich würde sagen, let's go. Wir zeigen mal kurz die Location draußen. Und hier, Leute, da ist auch direkt, ich glaube, ein Bordell müsste das sein. Oder jemand feiert einfach rote Beleuchtung. Alter, aber immerhin mit Skyline-Blick. Oh ja, da hast du recht. Skyline-Blick ist hier am Start. Zimmer mit Aussicht. Genau. Ja gut, jetzt schon zu spät. Was hat der gemacht? Drogen gekauft. Von denen da. Wie, der sammelt da irgendwas vom Boden auf. Spritzen wahrscheinlich. Ich finde das so eklig, die Leute, die aus diesem Bordell kommen, Digga. Warum? Naja. Also das ist einfach ein Drei-Sterne-Hotel. Also eigentlich die Ausstattung hier ist 3 Sterne, aber das Problem ist halt... Oh mein Gott. Psch, sei leise. Digga, irgendein Junkie reißt ja an der Tür. Oh mein Gott, Digga. Psch, sei leise. Ey, Digga, lass eben schnell noch zu Ende drehen und dann ganz schnell weg hier. Also ich bin wirklich komplett durchgeschwitzt. Ich muss gleich unbedingt raus, was trinken gehen. Ich freue mich auch, wenn ich hier raus bin. Ich habe wirklich ein bisschen Angst auch wieder durch das Treppenhaus und auf die Straße. Wir müssen irgendwie gleich gucken, dass wir einen Uber erwischen, der uns direkt vor der Tür hier abholt. Ich würde sagen, das Ding ist, wir schauen uns jetzt nochmal das Badezimmer an. Jetzt kommen wir zum Badezimmer. Ich glaube nicht, dass es sauber sein wird. Also die Tür ist schon mal, ja, die wurde wahrscheinlich schon mal, die sieht aus, als wenn die schon so voll oft aufgebrochen wurde. Vielleicht hat sich jemand hier auf dem Zimmer verschanzt, wollte nicht rauskommen. Und die haben dann halt die Tür aufgebrochen, weil so sieht die auf jeden Fall aus. Dass sie abgeschlossen war, jemand versucht hat, hier reinzukommen. Vor allem hier ist das war auch schon draus, das haben die jetzt mit der Schraube festgemacht. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal kurz rein. Abschließen kann man das auch nicht mehr. Hier ist es schon mal dreckig. Das Waschbecken ist dreckig. Leute, check mein Wasser an ab. Das habe ich gerade eben erst gesehen, wie kaputt der ist. Kannst du so verstellen, je nachdem, wo du den gerade benutzen willst. Also Leute, auf jeden Fall, wir haben jetzt leider keine Blaulichtlampe dabei, weil heute ist Rotlicht angesagt. Also die Toilette, muss man sagen, die ist okay, würde ich sagen. Da habe ich schon schlimmere Toiletten gesehen. Wie schaut es hier mit aus? Auch, bisschen Kalk. Hier nochmal diese Abschminktücher hier. Heizung ist aus und wir haben hier einen Föhn. Richtig nice. Der funktioniert auch. Naja, weiß ich nicht, hätte man auch ersetzen können, aber gut. Licht finde ich gut, ist relativ modern. Ich weiß nicht, was das ist, ob das verbrannt ist oder so. Kriegt man das weg? Oh, das geht aber ab hier. Und jetzt kommen wir aber zur Dusche und Leute, die ist wirklich richtig eklig. Wir schauen mal kurz, ob die überhaupt... Ja. Da stelle ich mich jetzt nicht rein. Also schaut euch mal das an. Also ich würde sagen, das ist nicht verkalkt, das ist irgendwie so braun-rot, irgendwas in die Richtung. Rostig, keine Ahnung. Schimmel. Schimmel meinst du? Oh mein Gott, Digga, einfach ein verschimmeltes Badezimmer, ey, da hatte ich ja mal gar keinen Bock drauf, dort zu duschen. So Leute, ich würde sagen auch, das war's mit dem Video. Es ist wirklich bodenlos, also ich werde hier auf gar keinen Fall schlafen, logischerweise. Ich werde mich jetzt ganz schnell verpissen auf das schöne Hotel. Schreibt euch unten in die Kommentare, wie ihr das Hotel findet. Also ich finde es wirklich richtig schlimm. Ich habe absolut gar keinen Bock, gleich noch irgendwie durchs Treppenhaus zu gehen. Und ich frage mich, wer zur Hölle hier wirklich ernsthaft schläft. Also das ist wirklich so bodenlos. Abonniert kostenlosen Kanal, um nichts zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, ciao.